Also, lass mal gucken, wie lang dieser Schlauchstoff ist. Und was hat man vorher gemacht? Bremsreiniger genommen, was auch gefährlich ist. So ein Gerät, jeder Werkstatt braucht das. Discount, Discount, Discount. Hosch, geldet bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit unserem E46325CE. Ist nicht meiner. Im letzten Video hatten wir Leistungsmessung gehabt und wir haben sagenhafte, wie viel PS? Schaut doch selber nach. Aber was wir bemerkt haben, die Kurve, der hat mir keinen Ausdruck gegeben. Mit dir, wo ist mein Ausdruck? Bei dem Leistungsdiagramm hat man gemerkt, dass am Anfang eingebrochen ist und dann später die Kurve besser wurde. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, der hat irgendein Problem. Ich vermute halt Richtung Falschluft. M54325. So viele Stellen kann der Unterdruck verlieren. Schwachstellen an der Ansaugung, Unterdruckschläuche, die hinten an der Ansaugung sogar noch dran sind. Wenn man einen Sekundärluftpumpe hat, dort kann er auch Falschluft verlieren, weil die Sekundärluftpumpe hinten an der Ansaugung angeschlossen ist. Man hat überhaupt keine Sekundärluftpumpe. Das ist ja cool. Hier ist so frei bei dir. Ja, natürlich. Kurbelwendentlüftung, Ansaugbrücke, dieser. Leute, das sind so viele Sachen, das kann ich euch gar nicht aufzählen. Aber was ich mir mal besorgt habe und noch nie ausgepackt habe, ist eine Nebelmaschine. Und die werden wir heute testen. In der Nebelmaschine kann man natürlich Falschluft am Auto herausfinden. Ich selber habe es noch nie probiert. Ich bin so mehr der Oldschool. Aber manchmal verzweifelt man dran und so eine Nebelmaschine ist einmal nicht schlecht. Also ich habe es selber gekauft. Ich weiß nicht, wie das ist, aber mir hat man gesagt, das soll gut sein. Und wer sich aber damit auskennt, ist Ahmed Ham. Und Ahmed Ham ist heute dabei. Ahmed Abi, ne, du hast ja mein AMG lackiert, du hast den BMW lackiert. Ja. Und die Leute denken ja, du bist Lackierer. Ich bin kein Lackierer. Du bist mein Mentor. Du hast mich ausgebildet und du bist genau, Kfz-Meister. So, Abel, du kennst dich mit Nebelmaschinen aus? Naja, geht so. Du hast ja immer geschwärmt davon. Du hast immer gesagt, ja, ey, Yunus, ich habe mir eine Nebelmaschine gekauft und hast immer gesagt. So, jetzt haben wir eins gekauft, packen das mal aus und mal gucken, wie das Ding hier funktioniert. Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus damit. Ist das so klein? Ja. Echt? Hier ist auch noch was. Was ist das, Abel? Einmal das und das. Das ist der Anschluss hierfür, oder? Die Tür, ja. Schickst du einfach rein, ne? Hier, da hat man nochmal sowas hier, das ist cool. Das kann man dann halt einfach so reinstecken und dann... Und das ist... Das Ganze soll ja auch irgendwie mit Babyöl sein, ne? Ja. Babyöl und das hier... Günstiger. Kommt man auf falsche Gedanken hier, ne? Also für den einen oder anderen, das kriegt man auch einzeln, ne? So, das ist plus minus. Oh, da hast du so einen Haken. Ach, das machst du so auf und dann kannst du hier Öl reinmachen. Das siehst du ja. Minimum, Maximum. Am Auto werden wir Luftfilterkasten abbauen und dann nehmen wir das hier. Ne? Das ist ja. Das ist ja. Ja, wir können das nehmen oder das da reinstecken. Ne? Jetzt ganz wichtig: Babyöl kommt rein. Nur ganz wenig soll da reinkommen. Ganz wenig. Tagsüber kannst du arbeiten, abends machst du Disco, weil dann so. So, und wie machen wir jetzt rein? Ganz wichtig: einfach hier rein, ein paar Gramm. Ah, nee, nee, okay, es ist jetzt in der Mitte. Okay, also es waren jetzt wie viel ungefähr? 10 Milliliter. 10 Milliliter. Lass jetzt einmal mal schauen, wie lange er braucht, damit das Ganze raucht. So, lass mal gucken, wie lang dieser Schlauch Was war das denn? Das war nicht drin. Das war hast ich. Hast du nicht eingeschraubt? Ich dachte, wenn ich hier so mache, dann schraubt sich das ein. Aber gute Reflexe. Vom Aber beide die Maschine kaputt gemacht. Ist nicht schlimm, aber dann hat mir gesagt, tun zu den, ich schicke mir wieder zurück. Nein, das hätte man natürlich nicht gemacht. Haben wir den so schön hochgehauen. Einmal Plus und Minus. Einmal Plus. Okay. Hier siehst du. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das braucht. Ich schätze mal, muss ich hier erhitzen. Und was ist das hier? Ach, Smoke. Müssen wir auch noch drauf drücken, ne? Aber wissen wir denn, dass es jetzt gut ist oder schlecht ist? Wenn der Qualm kommt. Ja, wie kommt der Qualm? Ja, macht der Smoke. Machen wir Smoke jetzt an. Und jetzt schauen wir mal, wann er hier anfängt zu rauchen. Ja, bis dahin baue ich das hier auseinander. Weil das muss ja auch raus. Weil wir werden direkt Luftmassenmesser rausholen. Direkt da anschließen. Da anschließen. Motor muss nicht laufen. Guck mal, kannst du das hier anschließen? Da kommt der Qualm schon. Guck mal, Qualm kommt schon. Ja, warte, wir machen Smoke erstmal aus.
Ich baue das schnell aus, aber rauchen tut dir schon mal gut. Und dann gucken wir weiter. Also hier braucht ihr kein Babyöl drauf machen. Ja, schließt dann komplett ab. Das muss ja auch dicht werden. Ja, das muss ja dicht sein, genau. Alles ist geil. So. Reicht das? Ja. Ich würde gerne was machen. Du drückst den wieder raus. Wir wollten, guck mal. Das ist echt geil. So, hier, nee, wir werden hier, haben wir. Oder da? Ja. Weil sobald der anfängt zu rauchen, werden wir auch sofort mit der Fehlerdiagnose reden. Okay, der braucht aber schon ein bisschen. Ne? Ja, muss ich ja erwärmen. Ja, komm, jetzt kommt der. Ja, kannst du reinmachen. Komm, lass mal gucken, wie lange der, wie der jetzt raucht. Mach doch rein. Wow. Ja, ich wollte nur mal gucken. Boah, man riecht echt Babyöl. So, jetzt haben wir den drinnen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass hier jetzt nichts. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange. Wenn er irgendwo undicht ist. Genau. Jetzt warten wir, bis er jetzt irgendwo hier anfängt zu rauchen. Zu qualmen. Ja, genau. Zu qualmen, zu rauchen. Wenn er es überhaupt macht. Auch hier eine Kugel, wenn er nicht, dann kommt nichts raus. Mach mal Ventildeckel auf. Nee, kommt auch nichts raus. Doch, hier. Der kommt raus. Kommt raus? Ja, etwas. Ganz wenig, aber... Aber das ist normal, weil ein Ventil oder zwei Ventile sind ja offen. Genau. Ja, und bitte natürlich kommen. Hauptsache hier kommt nichts raus. Ja, dann gucken wir mal, ob er nichts. Wenn er da rauskommt, dann haben wir ein Problem mit dem Motor. Nee, da kommt gar nichts also raus. Also Kolben sind dicht. Ja. Da kann man auch schnell Diagnose machen, ob die Kolben in Ordnung sind. Also wenn die Kolbenringe verschlissen sind. Ja, dann wird da Qualm rauskommen. Geil, also ja? Kann man da echt? Kann man echt, also einmal anschließen, ja. Aufmachen, gucken. Aber der scheint echt alles in Ordnung zu sein hier, weil das wird man ja direkt sehen. Also das Gerät kostet eigentlich nicht viel. Ein bisschen mehr als 200 Euro bezahlt. Aber jeder Werkstatt braucht das. Safe, also das Ding ist geil. Ja. Also was ich einfach nur geil finde, das hier finde ich geil. Ja. Wir waren hier auf dem Leistungsprüfstand mit dem Auto hier, ja. Und haben gesehen, dass ich sag mal, die ersten 3000 Umdrehungen nicht volle Leistung da ist. Okay. Und was wir merken, dass der ab und zu Schwankungen hat. Und ich dachte jetzt, okay, hier ist irgendwas undicht, aber wie wir jetzt sehen können, der fehlt gar nichts. Das kann auch an der Abgasanlage liegen. Ja, das kann auch, genau. Auch an der Lambda-Sonde liegen. Also Jungs, so ein Gerät, jeder Werkstatt braucht das. Discount. Jetzt sag ja, abends mit nach Hause nehmen und bei der Sonne ein Disco machen. Ja, aber das ist geil. So, wir machen den mal aus. Müssen wir das abmachen? Ach, müssen wir auch abmachen. Also, wie lange hast du jetzt gebraucht? 10 Minuten? 5 Minuten? 5 Minuten, um zu sehen, dass nichts undicht ist. Ja. Und was hat man vorher gemacht? Bremsreiniger genommen, was auch gefährlich ist. Macht denn sowas? Ey Leute, es ist keine bezahlte Werbung. Das Ding ist geil. Und das hier kann ich auch nochmal, wenn ihr wollt, einzeln verlinken. Ja, ich gucke jetzt nur noch, wie viel wir noch haben. Ach, das Ding ist immer noch halb voll. Das hat ja nichts mehr braucht. Wenn wir sehr viel Turbos machen und dann das ein Unterdruckschlauch vom Turbo oder so zum Waste geht oder so zu ist, dass er das vielleicht nicht erreicht. Ne? Nee, das kann es auch sein, aber hier hat man das Problem nicht. Aber ich könnte ja nochmal vereinzelt irgendwo Schlauch abmachen, ja, und das doch mal reinstecken. Ja, oder reinstecken. Genau. Jetzt ist natürlich, warum sägt das Ding? Meinst du Lambda-Sonde, Cut, Auspuffanlage undicht? Natürlich ist es. Ich tippe auch mal Warnus, Abe. Was hast du gesagt, sag nochmal, Abe? Dass ein BMW-Motor so trocken ist. Okay, hast du das Video noch nicht vorher gesehen? Nö. Ey, du glaubst nicht, wo er Öl verloren hat, Abe. Wo denn? Ich könnte ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, aber ich glaube, dass der Warnus einfach nicht richtig arbeitet. So, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr liked. Und Abe, aber auch Dankeschön hier. So. Bis dann noch rein. Ciao.